Hallöchen Leute und willkommen zurück zu F1 2018. Heute geht's nach Spanien und es geht auf eine Strecke, die ich mittlerweile echt lieben gelernt habe und auf der ich mal gespannt bin, was wir heute für ein Ergebnis erzielen werden. Bis jetzt konnten wir nämlich in jedem Rennen der Saison punkten und mal sehen, wie lange diese Serie anhält. Hier und da wurde das durch ein paar sehr zufällige Ereignisse begünstigt, aber das kann nicht ewig so halten, oder? Schauen wir einfach mal. Als allererstes gucken wir aber erstmal, wie das Qualifying denn so verlief. Und dabei schauen wir als allererstes aufs Qualifying und aus der letzten Schikane muss man gut rauskommen. Ich hatte einen leichten Quersteher, denn die letzte Kurve geht voll. Die könnt ihr dann nicht großartig weiter optimieren. Das war jetzt ganz okay. Im 7. und 8. Gang, habe ich jetzt mittlerweile auch mitbekommen, ist es besser auf den Überholmodus zu gehen, da der Hotlap-Modus da ein bisschen weniger Leistung abruft. Ist so ein bisschen im Sinne von Lift and Coast und so weiter und so fort, wenn man der Theorie folgt, sinnig. Aber insgesamt ist es dann doch ein bisschen flotter, zumindest auf eine Runde gesehen, wenn man auf Überholen geht am Ende. So, Kurve 3 wunderschön bekommen. In Kurve 4 sind wir auch sehr schön relativ früh am Apex, können da früh wieder raus beschleunigen und uns super weit raustragen lassen. Hier ein leicht blockierendes Rad, aber auch hier wunderschön durch die Kurve gekommen. Und jetzt geht's hier auf diese doch sehr enge Links-Rechts-Kurve. Die macht auch ordentlich zu, deswegen kann man da immer wieder mal rechts ein bisschen zu weit rauskommen. Die schnelle Rechtskurve, ein bisschen das Gas gelupft, irgendwann wieder draufgetreten. Und damit sind wir richtig schnell auf der Geraden. 1,2 Sekunden fehlen nach zwei Sektoren zu Sebastian Vettel. Und im letzten Sektor, da braucht man enorm viel Traktion. Und mal gucken, ob wir das denn aufbringen können. Ansonsten sei angemerkt, dass ich ja in Baku bereits die ersten Getriebeprobleme hatte und deswegen habe ich da das Getriebe getauscht. Da gab es 10 Plätze drauf und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich komme eh nicht ins Q3, da kann ich auch wirklich alle Motorenkomponenten einmal durchtauschen. Deswegen bin ich auch hier wirklich nur eine Qualifying-Runde gefahren, aber die war ziemlich ordentlich. Von der Pole-Position startet Kimi Räikkönen, 15.000stel vor Vettel, eine weitere 1.000stel dahinter, Lewis Hamilton auf 3 vor Valtteri Bottas, den beiden Red Bull mit Ricciardo und Verstappen, die spanische Startreihe 4 mit Sainz vor Alonso, Hülkenberg und Grosjean, Stoffel van Dorn vor Perez, Gasly und Hartley, Charles Leclerc startet von Platz 15, dahinter Stroll, Magnussen, Ocon und Sirotkin haben ebenso wie wir Strafen bekommen, wir sogar ganze 45 Plätze und damit ist es der letzte Startplatz. Und wir schauen natürlich auch nochmal auf die Fahrerwertung. Ganz vorne Lewis Hamilton, der hat allerdings 2 Ferrari, die ihm dicht auf den Fersen sind. 3 Punkte Abstand zu Räikkönen, 4 zu Sebastian Vettel und dahinter herrscht schon eine sehr große Lücke zu Romain Grosjean. Der ist nämlich bei 36 Punkten und damit sogar noch vor Valtteri Bottas, Ricciardo und Fernando Alonso und Max Verstappen. Für die beiden Red Bull und für Bottas lief die Saison bis jetzt sehr, sehr suboptimal. Allein schon, dass wir vor Verstappen sind, erklärt schon einiges. Und auch in der KWM sieht das dementsprechend nicht so rosig aus. Ferrari führt klar vor Mercedes, die klar vor Red Bull, aber dahinter wird es wieder ein bisschen enger, denn Haas, McLaren, Sauber, Force India, Renault und halt auch Red Bull ganz vorne sind im Kampf um das Mittelfeld unterwegs und da kann natürlich alles Mögliche passieren, wenn es mal irgendwie wieder ein chaotisches Rennen gibt. Und wir schauen auch auf die Upgrades, denn die bringen eigentlich sehr viel in so einer Phase. Leider ist unser Motoren-Upgrade gescheitert, das würde uns insbesondere bei der Aufholjagd gut helfen, aber das müssen wir dann halt für Monaco nochmal weiterentwickeln lassen. Gut, das bringt uns da relativ wenig, aber Hauptsache wir haben es dann. Allerdings haben wir ein kleines Upgrade bekommen, womit die Abnutzung der MGUH etwas reduziert ist. Das war, glaube ich, die größte Schwachstelle hinsichtlich der Haltbarkeit bei unserem Fahrzeug und das dürfte ein bisschen besser sein. In der Gesamtperformance machen aber Red Bull, Renault, McLaren sowie Toro Rosso und Williams einen Schritt nach vorne. Wir fallen da so ein bisschen im Moment hinten ab, müssen auf jeden Fall noch aufholen. Vielleicht gilt aber heute etwas über die Strategie, denn wir fahren eine Einstop-Strategie und ich hatte ja schon in F1 2017 so ein bisschen die härteren Reifen bevorzugt. Auch hier werde ich das dann dementsprechend umsetzen und damit viel Spaß beim Spanien Grand Prix. Das wird richtig eng nochmal mit Esteban Ocon.
beim Start. Also, ab jetzt konzentrieren wir uns auf den Rest des Rennens. Beim Start bin ich sehr vorsichtig, dass da bloß keiner hier den Grosjean macht. Auch so, ich glaube, ein bisschen Vorsicht ist doch besser als Nachsicht. Um zwei Plätze haben wir uns schon mal verbessert. Sind dran an Sirotkin. Der sich auch nicht so wirklich entscheiden kann, welche Linie er hier beim Kurveneingang nehmen möchte. Das war ja komplett moving under braking. Ist zwar mittlerweile wieder legal, aber man sollte auch schon überlegen, in welcher Situation man das wie sinnvoll nutzt. So, Sebastian Vettel scheint das Rennen nach Runde 1 anzuführen, und zwar ziemlich deutlich. Für uns aktuell P18. Die Quali-Pace war ja schon ganz ordentlich. Die Rennpace soll es noch werden, und Lance Stroll tut sich da. Kostet Sirotkin Zeit, kostet uns Zeit. Die Jungs hinter mir auch, aber sowohl Sirotkin als auch die Pace der anderen ist mir eigentlich egal. Ich möchte selbst möglichst nach vorne kommen. Claro! Keine Ahnung, was die manchmal hier machen, ne? Der hatte keinen Grund, so eine komische Kampflinie zu fahren. So, jetzt aber vielleicht. Ja, Williams scheint zum einen zwar immer noch einen etwas stärkeren Motor zu haben, aber wahrscheinlich haben sie auch weniger Flügel dabei. Für Spanien fahre ich immer gern etwas mehr. 5,9 müsste ich dabei haben. Ich warte nicht mal bis zur ersten DRS-Zone. Nee, mein Lieber, ich überhole dich auch so. Jetzt hoffentlich kein Konter, das könnte sonst peinlich werden. Ey, schönes Manöver. Ja, kurz mal dem Pylon einen Check gegeben. Steht aber immer noch wieder 1. Stroll liegt vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,1 Sekunden. Wir sind pro Runde 9 Zehntel langsamer. Sie fahren mit alten Weichenreifen. Sind 3 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch 2 Stopps machen werden. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 23,9. Naja, mal sehen. Ich plane hier auf jeden Fall eine 1-Stop. Konnte mir zwar einiges Supersofts aufsparen, aber dennoch eine 2-Stop sehe ich als etwas unsinnig. Zumindest sagt mir das mein Erfahrungswert in F1 2017. Da habe ich gemerkt, dass ich auf der Strecke hier mit weichen Reifen vielleicht am Anfang des Rennens klarkomme, aber als ich meine 2-Stopp hier gefahren bin und später dann auf den weichen nochmal war, damals gab es die Supersofts in Spanien noch nicht, das war weich, medium, hart, die orangenen harten, die dieses Jahr wahrscheinlich überhaupt nicht mehr zum Einsatz kommen werden, da habe ich gemerkt, hey, die gelben Weichen zum Schluss sind, die haben mir überhaupt nichts gebracht.
Ja, deswegen mal sehen, was ich hier strategisch mache. Wahrscheinlich gehe ich einmal auf Mediums und dann passt das. So, dran an Lance Stroll. Könnte sein, dass es da eine leichte Kollision gab, aber wunderschön. Stroll ist passiert. Oder wie man mit einem leicht französischen Unterton sagen könnte, er ist passé. Keine Ahnung, ob das die richtige französische Formulierung ist. Wahrscheinlich nicht, aber für den Wortwitz musste es sein. So, wir sind dran an Magnussen. Hat sich in dieser Saison noch nicht so richtig eingefügt. Oh, gelbe Flaggen hinter uns. Ja, bei der Saison von Arava scheint der... Ein paar Infos zu Hartley. Sie ziehen sich aus dem Rennen zurück. Ordentlich zu rocken, der gute K-Mag. Arava seines Zeichens auch F1-YouTuber im englischsprachigen Raum. Magnussen vor dir. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 2,1 Sekunden. Fallen pro Runde um etwa 4 Zehntel zurück. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Ihre Reifen sind 5 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch 2 Stops machen werden. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,24,0. Ich glaube nicht, dass der 15. schneller sein kann als ich. Vielleicht in einer der letzten Runden, aber in Summe, glaube ich, werden wir aufholen. Sehen, ob wir heute erneut ein Chaos-Rennen sehen werden. Die Saison war ja bis jetzt sehr, 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 sehr strange. Ja, und die ersten Autos sind auch schon an der Box tatsächlich. Also die weichste Reifenmischung scheint sich eigentlich fast gar nicht zu lohnen. Egal auf welcher Strecke man ist. Damit geht es zumindest kurzzeitig mal in die Punkteränge. So, ich schon ein bisschen die Batterie. Spare etwas Energie an, damit wir dann später uns wieder gut rankämpfen können. Auch was den Sprit angeht, bin ich auf Standard unterwegs. Im letzten Sektor dann wahrscheinlich nochmal auf niedrig bzw. mager. Denn insbesondere in Spanien bringt es dir eigentlich nichts, wenn du wirklich ja, mehr Sprit verbrätst. Dann doch lieber ein bisschen weniger dabei haben und ja, in entscheidenden Passagen, und davon gibt es genug, auf Mager gehen. Die meisten Stellen kannst du auf Standard fahren. Drei weitere Kandidaten an der Box. Ich finde es komisch, einige Fahrzeuge bleiben dann doch immer wieder draußen, entgegen der Teamkollegen-Strategie. In dem Fall jetzt ein Mercedes und ein Ferrari. Vettel ist hinter uns, das heißt, Räikkönen führt im Moment das Rennen an.
Okay, ein bisschen Leistung. Wir können nicht länger mit dieser Motoreinstellung fahren. Wir sind nur ungefähr eine Runde über Planziel. Fahr so bald wie möglich auf Mischung 2 runter. Ich habe gerade erst gewechselt, Jeff. Warum? Ja, nee, aber ich wollte gerade sagen, wir können jetzt mal auf Startziel immer wieder ein bisschen Leistung abrufen. Ich überblicke das ja immer wieder ganz gut. 2,7 Sekunden. Verstappen hat Vettel überholt. Was ist denn da los? Vettel wird deutlich langsamer oder hat irgendeinen Fehler gemacht oder was auch immer. Auf jeden Fall ist der Abstand zu Verstappen schon relativ groß. Oder Verstappen fährt in einem Rocket Chip. Okay, Abstand zum Führenden. Oh, Räikkönen. Kommt da noch vor allen anderen raus hier. Der späte Stopp lohnt sich definitiv für die Spitzenleute. Bottas, der führende Mann, Fragezeichen. Oh Gott, okay, jetzt habe ich ihn. Sorry, Pilot. Zuvor war der Abstand zu Magnussen bei knapp über 2 Sekunden. Jetzt ist er erst zu Leclerc. Verstappen ist gar nicht mal so schnell, ne? Jetzt holt Vettel ihn wieder ein. Verstappen hinter dir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 2,8 Sekunden. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Ihre Reifen sind 3 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Zeit lag bei 1:23,8. Ja, 1:23,8, das ist gar nichts. Oder der schont halt wirklich komplett den Motor gerade. Weiß ich nicht, also das wäre auch unsinnig, weil jetzt ist Vettel einfach gnadenlos vorbeigefahren. Ja, aber die beiden sauber, Jungs. Auf P4 und 5. Das ist ja geil. Kann gerne auch so zu Ende gehen, das Rennen, ne? So, wir haben ungefähr 3/10 vom Abstand zu Leclerc weggeknabbert. Thank you.
Ja, aus Gewohnheit bleibe ich hier meistens im vierten Gang. Denn der dritte, wie gesagt, war in F1 2017 da tödlich. An vielen Stellen, also da hast du dich fast sofort rausgedreht. Ist jetzt natürlich wieder eine Umgewöhnung, dass man sagen kann, ja okay, du kannst an gewissen Stellen wieder in den dritten Gang schalten, wo es zuvor, oder früher in den dritten Gang schalten, stellenweise auch, wo es früher dicke Probleme gebracht hat. Ja, da muss man sich natürlich jetzt umgewöhnen. Ja, ich habe überlegt, versucht er es nicht. Und dann in der Kurve habe ich mich gefragt, schafft er es nicht. So, ich gehe mal auf niedrig. DRS kann ich gern mitnehmen, aber ich möchte bloß nicht, dass ich ihn nochmal überhole. Das würde mein Rennergebnis ja ähnlich negativ beeinflussen wie die ganzen Vorfälle in Shanghai. Es ist halt die Frage, ob der Teamkollege jetzt reinkommen will, ne? Der darf auch eigentlich bestimmen, der ist der Fahrer, der vorne ist. Ich glaube, der fände es nicht so geil, wenn ich ihn undercutten würde. Ich finde es wiederum nicht so geil, mit Ricciardo im Nacken hier zu fahren. Deswegen, Leclerc, entscheid dich bitte. Denk dran, diese Runde an die Box zu kommen. Oh, Perez wurde auch schon von Vettel überholt und verliert enorm viel Zeit auf den Reifen. Oh, ich hätte viel später bremsen können. Aber gut. Einmalig eine halbe Sekunde oder so verlieren. Passt schon. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wo kommen wir wieder raus? Esteban Ocon ebenfalls an der Box. Er hat uns ja in Baku später ordentlich aufgemischt. War pace-technisch dann doch viel schneller. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Oh, wunderschönes Gefühl hier. Frische Reifen sind immer toll. Fahrer vor mir. Van Dorn vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 5,6 Sekunden. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Ihre Reifen sind 7 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,25,8. Oh, was macht denn Van Dorn da bitte? Ja, ich habe ja einmal komplett die Motorenkomponenten durchgewechselt. Dadurch, dass ich E10 Plätze wegen der Getriebestrafe draufbekommen hätte. Und ins Q3 wollte ich nicht kommen, denn ansonsten hätte ich mit gebrauchten Reifen starten müssen. Und vor allem mit den weichsten Reifen. Dann fahre ich hier halt doch lieber nochmal mit den frischen Softs los und Leclerc ist vor uns.
Hat sich nichts verändert. Muss man natürlich dazu sagen, dass ich die Boxeneinfahrt ja vollkommen versemmelt habe und danach habe ich auch nicht so wirklich gepusht. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 4,0 Sekunden. Nach der versemmelten Boxeneinfahrt wäre das aber eh wahrscheinlich sehr unnötig gewesen, das übermäßige Pushen. Da sehe ich das Rennen dann doch lieber als Marathon, auch wenn es eigentlich ein Sprintrennen ist. Ja, Mann. Ich habe über 80% der Batterie noch drin. Das ist super. Auch sprittechnisch sieht das gut aus. Jetzt aber nicht zu übermotiviert viel zu viel verbrauchen. Ja, McLaren scheint wieder bei den Honda-Motoren angekommen zu sein. Gutes Chassis haben sie auch nicht, wenn das die Kurvenfahrt von den Jungs ist. Ich rate dir, mir nicht im Zweikampf zu funken, Jeff. Nicht im Zweikampf. Vor allem beim Sprit, ne? Da frage ich mich ja immer, sieht der Jeff nicht, wie viel ich hier am Sprit hin und her hantiere? Am Sprit, am ERS und so weiter und so fort. Eigentlich müsste der doch haargenau wissen, dass ich mir bestens Gedanken über den ganzen Kram hier mache. Perez und Leclerc. Da will keiner so richtig nachgeben. Und Perez jetzt mit einer schlechten Linie. Leclerc muss da ausweichen. Und auch ich. Ja, ich will aber auch keine überharte Aktion gegen Leclerc hier starten. Beide sauber könnten in diesem Rennen Punkte holen. Wenn schon, dann starte ich eine überharte Aktion gegen Perez. So ein bisschen gedulden kann man sich ja. Man kann taktieren, man kann sich den Gegner zurechtlegen. Ressourcen sparen und später dann gut angreifen. Okay, zum jetzigen Zeitpunkt wären wir beide in den Punkten. Und zwar genau jetzt. Wir sind dran. Er hat keine Motorenpower mehr. Und ein wunderschönes Manöver außenrum hier in Kurve 1. Hammermäßig. Der Teamkollege dürfte nicht zu viel Zeit verloren haben. Komm schon. Schmeiß dich in meinen Windschatten und wir kommen ran an Perez. Wir machen das jetzt gemeinsam, Kumpel. Na gut, ist jetzt außerhalb des DRS-Fensters.
Huch, jetzt sind wir auf 8 und 9, ne? Ach stimmt, da war auch ein Red Bull noch an der Box. 1:22:3. Der Abstand zu Perez bei unter einer Sekunde. Wir dürfen das DRS öffnen. Oder nutzen. Den Heckflügel aufklappen. Auch das Unwort des Jahrtausends, meiner Meinung nach. Zumindest in Sachen Motorsport. Die ehemalige ARD-Berichterstattung immer mit ihrem Klappflügel. Wo ich mir denke, nein! Das ist ein aerodynamisches Device. Da steckt relativ viel High-End und durchdachte Dingensbums drin. Kannst du nicht bei so einer technologisierten Sportart einfach Klappflügel sagen? Ist ja so, als würdest du den Auspuff einfach nur Bumsmacher oder so nennen. Das ist ja auch nicht adäquat. Okay, Leclerc hat anscheinend bei der einen Attacke sehr, sehr viele Ressourcen verbraten. Denn er verliert jetzt fast eine Sekunde. Und da ist auch noch ein Haas an der Box. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,6 Sekunden. Ja, Leute, aber ich sag mal so, in den ersten 5 Videos oder in den ersten 4 Rennen, besser gesagt, das erste war ja das Trainingsvideo, da habe ich sehr, sehr viel zum Schwierigkeitsgrad erläutert. Da habe ich immer wieder verargumentiert, was, wie, wo Sache ist. Aber hier kann ich auch echt wieder nur einen Satz sagen, nämlich, dass es ein sehr, sehr komischer Rennverlauf wieder ist und ich sag mal so, viel höher geht die Stufe halt auch nicht, ne? Weil in China wurde sich auch schon über 110 beschwert, glaube ich. Oder zumindest hieß es ja, ich sei zu schnell für die KI, aber was willst du denn machen? Baku kam auch ein sehr überdurchschnittliches Ergebnis raus und auch hier wieder kämpfen wir um Platz 6. Und unser Teamkollege ist übrigens auch nicht so weit weg. Insofern, irgendwas beim Teambalancing scheint nicht zu funktionieren. So, und bevor ich jetzt wieder in den Erklärmodus komme, konzentriere ich mich jetzt wieder auf diesen Zweikampf, denn es wird jetzt zu einem. Probier es mal in. Und er lässt mir das sehr viel Platz tatsächlich. Er weicht mir regelrecht aus. So, und ich tue jetzt so, als würde ich ein bisschen sparen wollen, damit unser Teamkollege da ein bisschen rankommt. Sehr vorsichtig über den Körb fahren. Oh, aber ich hoffe, er kommt auf Startziel nicht vorbei. Die Distanz zum Führenden beträgt 34,5 Sekunden. Oh, oh, okay, Plan ist nicht so glatt gelaufen, wie ich es gewünscht hatte. Sorry Jeff, sorry Team. Oh,
Ist mir einmal im Training passiert und seitdem nicht mehr, dass ich da rausgedreht werde. Und das wird mir hoffentlich auch nicht mehr passieren. Ja, vielleicht ereilt Perez jetzt dasselbe Schicksal wie Leclerc vorhin, dass er jetzt keine Batterie mehr hat, aber ich bezweifle das mal eigentlich. Denn jetzt... Ein paar Informationen zu Magnus. Er hat ein ernsthaftes Problem mit dem Auto. Anscheinend muss er aufgeben. Kann er sich doch besser verteidigen als noch vor ein paar Runden? Magnussen verabschiedet sich aus diesem Grand Prix. Ja, schade für ihn. Unser Ergebnis beeinflusst das aber nicht. Ja, weiß nicht, gibt es irgendeine mögliche Erläuterung dafür, warum wir so schnell sind? Entweder... Oh, das Auto ist stärker, als man glaubt. Was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass wir halt den F1 2017, dass wir in F1 2017 halt einfach so viel Spielzeit hatten und das so perfektioniert haben. Und 2016 zu 17 war eine komplett neue Welt, 2017 zu 18 ist zwar wieder ein Riesenschritt, aber trotzdem, du kannst viel mehr übertragen aus den älteren Spielen, vor allem aus 2017. Na komm schon. Wir brauchen wieder Energie. Reduziere den EAS-Einsatz. Ja, abgekürzt, aber nur damit ich die Kollision verhindere. Das Ding mit dem ERS ist echt eine Geduldsprobe. Ja, ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei diesem Zweikampf. Könnte auch ein Dreikampf sein, aber Leclerc lässt uns erstmal den Vortritt hier gegen Sergio Perez. Könnte aber auch bald ungeduldig werden und sich denken, Mensch, jetzt mach mal oder räum den Weg frei, dass ich das mal mache. Ja, wir haben es ja schon mal hinbekommen. Wir müssen es gleich nochmal schaffen. Auf geht's. So, Grundstein 1 legen wir schon mal hier. Wir bleiben einfach mal dran. Sehr schlechter Grundstein. So, trotzdem, wir haben die Chance hier nochmal mit Fett- und Überholmodus des ERS nochmal schön ranzukommen. Thank you.
Ja, und gerade in Kurve 3, die ganz, ganz lang gezogene Rechtskurve, in der konnte man gut merken, dass wir Dirty Air hatten. Da musste ich sehr klar vom Gas gehen. Auch hier, glaube ich, mehr als sonst. So. Gibt ja immer noch Leute, die behaupten, F1 sei so sehr Arcade, dass es nicht mehr Dirty Air simulieren würde. Was halt absoluter Unsinn ist. Aber es ist ganz beliebt, glaube ich, kommerziell erfolgreiche Spiele dann zu haten, die halt vielleicht nicht hundertprozentig den Simulationsanspruch haben wie ein Assetto Corsa oder eine iRacing, aber trotzdem sehr simulationslastig sind. Und apropos, komm her, Kumpel! Außenrum schön vorbei, das geht in Kurve 1 super. Und hier musste ich das Gas, glaube ich, deutlich weniger schon lupfen. Und jetzt muss ich aber Sprit sparen. Der Abstand zum Vordermann beträgt 21,3 Sekunden. Bottas gar nicht mal so weit weg, aber ich glaube, der hat auch Probleme am Auto gehabt. Gab es da einen Platztausch oder was war da links oben gerade mit der Tabelle los? So, ich bremse jetzt Perez auch in keiner Form aus, sondern ich probiere einfach nur mal mein Rennen schön zu fahren. Ja, und ihr kennt den Hinweis, wenn euch das Rennen gefällt, lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da. Jetzt ist Perez in der Position des Hinterherfahrenden. Heißt zwar nicht nur Vorteile, er hat zwar auch die Dirty Air, die er von uns erhält, aber es bedeutet auch ein paar Vorteile trotz allem. Er kann jetzt die ERS-Batterie aufladen und sie beliebig gegen uns verwenden, sobald er sich sicher fühlt, einen Angriff starten zu können. Selbiges mit dem Sprit, denn durch den Windschatten, durch das DRS, da kannst du einfach richtig gut rankommen. Perez ist immer noch dran. Zehntelsekunden. Perez ist dran. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 25,3 Sekunden. Jeff, sei leise. Red Bull und ein Haas sind auch noch dazu gekommen. Also, das ist eine schöne, illustre Runde.
alles bis P10 hier versammelt. Ja, Spanien ist, glaube ich, noch entspannt im Vergleich zu dem, was uns im nächsten Rennen erwarten wird. Ob das schon garantiert morgen kommt oder nicht, muss ich mal schauen. Die Gamescom, Vorbereitung, das Vorproduzieren und so, das nimmt alles sehr viel Zeit in Anspruch. Aber Monaco steht ja als nächstes an. Mal gucken. Dicker Quersteher. Und wir kommen ein bisschen weiter weg von Sergio Perez. Die letzte Runde beginnt. Oh. Okay, mit einer sehr schlechten und langsamen Durchfahrt. Ich lasse ihn bloß nicht überholen können, es sieht gut aus. Leclerc hat Glück, dass der Red Bull hinter ihm den Haas angreift. Er überholt ihn auch. Dadurch konnte der Haas, Grosjean müsste sein, denn Magnussen ist ja schon raus, sich nicht auf unseren Teamkollegen stürzen. Ja, und für uns werden das hoffentlich nochmal schöne 8 Punkte. Perez kommt nochmal ran. Und deswegen bin ich jetzt nochmal für die letzte halbe Runde etwas still. Hamilton auf der Jagd nach Raikkonen nochmal die schnellste Rennrunde geholt. Und das ist es. 8 weitere Punkte gehen auf unser Konto. GG. Keine Ahnung, wie das so hinhaut, aber irgendwie, ja, punkten wir Rennen für Rennen. Was für eine fantastische Leistung von Ferrari, ganz ohne Zweifel. Und das sogar ziemlich krass. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz war. Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Und jetzt wird es Zeit fürs Podium. Während die Fahrer herauskommen, sehen wir das wohlbekannte Rot auf dem Weg zur obersten Stufe. Ein fantastischer Sieg für Ferrari.
Ja, und die Top 3, die setzen sich immer weiter ab. Welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Kimi Räikkönen übernimmt die Führung in der Fahrerweltmeisterschaft. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Für mich ist das heute Mr. Monaco. Das war eine souveräne Vorstellung heute. Wirklich beeindruckend. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Ferrari hat seine Führung in der WM ausgebaut. In dieser Saison wird es ganz bestimmt noch mehr spannende Wendungen geben. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Rennen dabei, um zu sehen, wer es letztendlich an die Spitze schafft. Die Kommentatoren klingen super unnatürlich, wenn man sagt, ja, mal gucken, was sich da getan hat. Räikkönen hat die WM-Führung übernommen. Okay, springen wir zum nächsten Thema. Wenn die wenigstens die ersten zwei, drei Kandidaten so ein bisschen durchleuchten würden, würde es ein bisschen besser klingen. Aber auch so, es klingt halt sehr, sehr abgehackt und man merkt einfach, dass diese Sprachstücke so aufgenommen wurden, dass du sie quasi einfach überall einfügen kannst, wo du sie brauchst, ja. Und deswegen, ja, es fühlt sich ein bisschen störend, finde ich, an die Kommentatoren. Aber mal fernab davon, wir sind Best of the Rest. Wie geil ist das denn? Und ja, das Ganze dann natürlich auch so ein bisschen durch die Strategie. Aber da muss man auch sagen, wir haben einen Perez mit einer 1-Stop besiegt. Wir haben einen Ocon mit einer 1-Stop besiegt, einen Leclerc mit einer 1-Stop. Insofern, auch wenn man jetzt auf den Teamkollegen schaut, jetzt will ich absolut keine Diskussion über den Schwierigkeitsgrad oder dieses Video sehen, weil, oder zumindest über unseren Schwierigkeitsgrad, weil unser Teamkollege hat es auch gut in die Punkte geschafft mit dem Sauber und ist nur 3 Sekunden von uns weg. Ja, aber stattdessen gucken wir nochmal ganz hinten, was war da denn los? Ja, 2 Leute nicht ins Ziel gekommen. Wir schauen vielleicht nochmal ganz kurz auf die Rennleitung. Ja, gut. Ein bisschen was passiert. Alonso und Hamilton, die haben sich sehr gern gehabt. Moment, Alonso wurde wahrscheinlich überrundet, deswegen. 3 Vorfälle von Alonso und Hamilton in Runde 33 und einer in Runde 34. Komisch, komisch, komisch. Naja, whatever. Romain Grosjean hat auch noch eine Kollision mit Leclerc verursacht. Nein, nicht zurück zum Hauptmenü. War Grosjean am Ende nochmal dran? Vielleicht, ja. Verstappen hat ihn auf jeden Fall überholt. Ach stimmt, der Haas war ja auch mit dabei. Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist so viel passiert in diesem Rennen. Und wir gucken mal, was sich in der WM-Tabelle getan hat. Da haben wir nämlich Kimi Räikkönen. Der hat die WM-Führung übernommen. Geil. Vor Lewis Hamilton. 4 Punkte Vorsprung hat er. Dahinter Sebastian Vettel. 80 Pünktchen für ihn. Ricciardo dann noch vor Valtteri Bottas. Er hat sich da vorbeigeschoben. Bottas kommt nicht so richtig hier auf Touren. Romain Grosjean rutscht langsam aber sicher ab. Um 2 Plätze sogar jetzt. War aber auch irgendwann zu erwarten, klar. Dass wir auf Platz 7 sind, überrascht mich immer noch. Und wir sind immer noch vor Max Verstappen. Also, ja, die Top-Teams, die patzen so ein bisschen. Man kann das so ein bisschen als eine Chaos-Saison wie 2012 mal sehen. Als, ja, 7 verschiedene Fahrzeuge-Teams und, nee, 7 verschiedene Fahrer zumindest in den 7 ersten Rennen gewonnen haben. Also, ich glaube, ja, das Ganze wirft auf jeden Fall sehr viel Spannung in den Raum. Und bringt ein bisschen Würze mit rein. 1 Punkt trennt uns noch von McLaren. Von denen sind wir nicht mehr so weit entfernt. Aber auch nicht von Haas. Die haben lediglich noch 11 Punkte Vorsprung. Und wenn wir weiterhin so gut punkten sollten und so fleißig, ja, dann könnten wir vielleicht sogar P4 in der KWM holen. Warten wir einfach mal ab. Das Ziel des Teams, 2 weitere Pünktchen zu holen. Oder was war das Ziel nochmal? Weiß ich nicht, was das Vertragsziel war. Aber das haben wir definitiv geschafft. Insofern, ja, geile Sache. Und an der Stelle gern der Hinweis noch, wenn es euch gefallen hat, wenn euch das Rennen gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, haut ein Abo raus, damit ihr nichts weiteres verpasst. Und jetzt springen wir nochmal zum abschließenden Interview und dann gucken wir nochmal ganz kurz, was für Upgrades wir so starten. Eins habe ich ja schon gestartet. Das war ein gutes Rennen heute. Wie meinen Sie, ist es gelaufen? Gut. Sie haben während des Rennens ganz schön aufgeholt, nicht wahr? Der Wagen war leicht und wendig. Okay, das mit der Aero habe ich schon gemacht. Ja, komm. Ein bisschen was für das Chassis. Sie übertreffen alle Erwartungen, die man an Sie gestellt hat. Kann Sie noch irgendetwas aufhalten? Okay. Ab geht's. Selbstdarstellung erhöht. Klasse, das war dann alles. Ja, denn eventuell soll es ja direkt schon zu Ferrari gehen in der 2. Saison. Mal gucken, ob das irgendwie klappt. Ja, was die Rivalitäten angeht, wahrscheinlich hat Van Dorn ja wieder die schnellere Runde, deswegen gleicht er aus. Das ist schon so ein bisschen schäbig immer noch, ne? Ich würde mir wünschen, dass es eine unterschiedliche Punkteverteilung gibt. Gut, die Sektoren, die 2016, glaube ich, eingeführt wurden, die sind
schon in 2017 wieder draußen gewesen. Aber warum gibt es nicht 2 Punkte, wenn du ein besseres Rennergebnis hast? Das wäre mal was. Weißt du? So, und hier können wir dementsprechend... Wir haben Einladungen zu neuen historischen Events erhalten. Du kannst vor Ende des Wochenendes bestimmen, ob du daran teilnehmen willst. Ja, vielleicht. Mal gucken. Ansonsten, ja, gab es einen Teil, das habe ich vielleicht zum Anfang der Folge schon angesprochen, das hier, das von der Entwicklung her fehlgeschlagen ist. In Monaco soll es jetzt fertig werden. Bringt super viel Motoren-Upgrade da, ja, ne? In der Aero-Abteilung haben wir ebenfalls zwei Upgrades, die hier gerade laufen. Ich glaube, eines wird schon entwickelt, schon etwas länger. Das wahrscheinlich kleine. Ja, das soll auch in Monaco kommen. In Frankreich kommt dann das große Upgrade. So, und beim Chassis haben wir ebenfalls noch einen Teil, das weiterentwickelt werden wird bis zum nächsten Wochenende. Ich investiere jetzt ein bisschen was in die Getriebeabnutzung und jetzt haben wir kaum noch Ressourcenpunkte. Okay, das kommt hin und wieder mal ein bisschen plötzlich, ne? Also, habe ich eigentlich nicht so krass erwartet jetzt, dass ich ohne Punkte dastehe. Gut, ansonsten Verhaltenseinstellung steht immer noch Fairness da. Finde ich gut. Unser Wert fürs Team ist nochmal deutlich höher, als wir es im Vertrag ausgehandelt haben. Auch das ist super. Wir haben die Zahl der zu erzielenden Punkte geholt. Und wir gucken jetzt nochmal ganz, ganz kurz auf die Tabelle. Da sehen wir, 29 Punkte konnten wir uns bisher sichern. Auch unser Teamkollege hat endlich gepunktet. Das ist eine sehr, sehr coole Sache. Hat sich 2 Pünktchen geholt. Damit mehr als Nico Hülkenberg. Ich weiß nicht, was mit manchen Teams los ist in der Karriere. Aber gut, wir werden es vielleicht in den nächsten Folgen erfahren. Hier bedanke ich mich einfach mal vielmals, dass ihr am Start wart. Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht. Seid auch beim nächsten Mal dann dabei bei F1 2018. Und wie gesagt, gerne abonnieren, Däumchen nach oben da lassen und die Beschreibung auschecken. Da sind sehr viele Social-Media-Kanäle, auf denen ich euch nicht zuspammen werde, sondern euch nur hin und wieder mal eine coole Info weiterleiten werde. Und jetzt verabschiede ich mich. Macht's gut!